Der Osaikomi-Drill ist eine Abfolge von vorbestimmten Haltegriffen und Bestandteil des Prüfungsprogramms für das EOS-System und Ashihara Goshin Ryu Karate. Ziel des Drills ist das Üben und Automatisieren der jeweiligen Übergänge. Alle Haltegriffe entstammen den japanischen Jujutsu, sind ebenso in anderen Stile wie zum Beispiel im Judo zu finden, jedoch können je nach System andere Namen für die einzelnen Haltegriffe verwendet werden. Der Drill beinhaltet 8 Positionen und diese basieren auf die 4 folgenden Grundhaltegriffe. Kesekatame, Gruppe der sogenannten Schärpenhaltegriffe. Innerhalb des Drills nutzen wir Kutsure, Ushiro und Hon-Kesekatame. Munegatame, Gruppe der Seitenkontrollen. Innerhalb des Drills nutzen wir Mune und Yoko-Shiokatame. Kami-Shiokatame, Gruppe der Kopfkontrollen, auch Obra-Vierer-Kontrollgriff genannt. Tate-Shiokatame, Gruppe der Reitsitzkontrolle, Obra-Reitvierer genannt. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Haltegriffe erfolgt in den jeweiligen Videos zu den entsprechenden Haltegriffen. Kommen wir nun zu den einzelnen Schritten innerhalb des Drills. Beginnen wir mit einem Kutsure Kesekatame. Die rechte Hand befindet sich unter Okes Schulterblatt, der linke Arm kontrolliert Okes rechten Arm. Beim Übergang zu Munegatame ist darauf zu achten, dass die Hüfte tief bleibt. Rechter Arm gleitet über Schultergürtel zur Kopfkontrolle. Kopf wird mit Schulter kontrolliert. Den freien Arm von Uke wird mit dem Kopf eingeklemmt. Wir leiten den Übergang zum Ushiro-Kesekatame mittels eines Crossface ein. Der Kopf wird mit dem Körper kontrolliert. Das Bein mit unserem Fuß. Und der hintere Arm wird wie eine Schärpe vor die Brust gezogen. Von hier aus gleiten wir in den Kami-Shiokatame. Die Hüfte bleibt tief. In dieser Variante ist es eine Henkerversion, weil wir einen Arm mit dem Kopf kontrollieren. Wiederum mit tiefer Hüfte gleiten wir in den Ushiro-Kesekatame 2. Bein- und Kopfkontrolle ist wie bei 1, nur jetzt nehmen wir den vorderen Arm von Uke. Wir wechseln nun zum Yoko-Shiokatame, greifen uns das Bein und den Kopf, klemmen den Arm ein. Je näher der Oberschenkel zum Oberkörper zeigt, desto besser ist die Kontrolle. Wir wechseln nun zum Tate-Shiokatame, klemmen Ukes Arm ein, belasten seine Hüfte, steigen drüber und kontrollieren den Kopf mit einem Sankaku. Von hier aus wechseln wir in den letzten Haltegriff, den Hon-Kesekatame. Der Kopf wird direkt mit dem Arm kontrolliert. Damit wäre der erste Durchgang des Drills schon vollzogen. Aufgrund Tori-Oke-Verhalten kann der Drill naturgemäß stets leicht variieren. Der Basisablauf sollte jedoch immer gleich bleiben. Wir zeigen nun den Drill aus 2 verschiedenen Blickrichtungen im Fluss.